Witz für heute auch abgehakt. Ich mach ihn fertig, ich mach ihn... Oh, er macht mich fertig. Ah, Maschinengewehr. Maschinengewehr. Nein, 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 nicht die Rakete, nicht die Rakete. Oh, haben wir ihn? Haben wir ihn? Den haben wir. Das lief hier ganz gut. Und ich glaube, der Bereich, der jetzt kommt, ist im normalen Spiel einfach nicht offen. Der Thug Life ist übrigens ein Jäger. Man erkennt das gut an dem Umhang. Und unser Quotenfranzose ist ein Titan. Ist ja toll, haben wir alle Klassen. Spitze. Das sieht cool hier drin aus, oder? Das Problem ist, dass wir bei dem Bosskampf... Och du Scheiße. Der ist aber groß. Wollen wir nicht den Titan zuerst reinschicken? Die goldene Truhe ist... Hilfe. Ich glaube, die ist... Ich hoffe, die finde ich auch noch. Die soll irgendwo rechts unten sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Sollen wir einfach darauf heizen? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, es guckt mich an! Oh, 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 oh. Der Bosskampf geht los. Hä? Der hat sich einfach verzwiebelt. Der hat sich einfach verzwiebelt. Ich habe übrigens vorher noch gedacht, dass es vielleicht eine tolle Idee wäre, wenn ich noch meinen Skillbaum komplett wechsle, wieder zurück zum leeren Läufer. Immerhin können wir damit besser umgehen. Also ich in erster Linie. Und ich glaube, der macht... vorerst auch mehr Schaden. Vor allem, weil er halt mehr aufgelevelt ist. Na egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es definitiv zu spät. Das Problem ist halt, wenn der Dicke besiegt ist, haben wir nur noch 30... Na toll. Wow, 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 wow. So. Da habe ich Thug Life wieder geholt. Ha, hier ist sie. Gut. Yay, wir haben den Sucher. Yay, 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 es hat sich gelohnt. Yay, jetzt können wir sterben. Wobei, nein, eigentlich möchte ich natürlich auch den noch umlegen. Und so schwer kann es nicht sein. So schwer. Ach, Thug Life. Mann, du weißt doch, dass du zerbrechlich bist wie so ein rohes Ei. Badu holt ihn wieder. Ich ziehe das Feuer auf mich. Ich hoffe stark, dass jetzt währenddessen nicht der Stream abgebrochen ist. Ich kann nämlich gerade nicht auf den Chat achten. Und dann würde ich ein kleines bisschen heulen, wenn diese extrem geile und epische Aktion in die Hose gegangen ist. Ich glaube, der Thug Life macht eine ganze Menge Schaden, aber er hat das epische Achievement versaut. Er ist schon zweimal verreckt. Baloo und ich noch nicht einmal. Ich halte uns mal die Ads vom Leib, also die kleinen Helferchen. Huch. Denn die können auf Dauer, glaube ich, auch ziemlich nervig werden. Und dann packe ich gleich mal die schwere
Ich wollte die schwere Bombe auspacken, aber wir haben überhaupt keine Munition dafür. Super bereit. Und ich glaube Stufe 16. Wow. Shit. Nein, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er hin. Boah, der ist fast hinüber. Und ich bin hier runtergefallen. Na, spitze. Na toll, das Schiff. Da oben ist ein Schiff und das wirft Granaten auf uns herab. Aber spitze, das mit den goldenen Truhen. Yay! Yay! Oh, 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 das war... Yay! Tja, da haben sie genau das richtige Team geschickt. Ja, meine ich aber auch. Sepix Primus warf einen war mir eine Ehre. Schatten auf unsere Stadt. Mit seiner Zerstörung werden die gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Der Thuglife ist gerade noch ein bisschen verwirrt, ob seiner Emotes. Das aber er freut sich. Und wo ist der Baloo? Filu Baloo? Vor dem wollte ich auch noch mal meinen Hut ziehen. Da unten. Und gleich geht's hier raus. Ja, spitze, da freue ich mich. Da freue ich mich richtig. Jetzt, Mann, haben wir richtig was geschafft. Und tolle Prämien bekommen. Nicht eine. Keiner von uns hat auch nur die geringste Prämie bekommen. So, musste mal eben kurz runter zum Chat, um mal zu gucken, was da los ist. Habe jetzt viel verpasst. Grüß dich, Speidel, und falls sonst noch irgendwie jemand dazugekommen ist, auch dir, hallo. Oh, ich könnte das Ganze ja auch mal fortsetzen, ne? Froskus und Elea unterhalten sich über Literatur. Man soll nicht sagen, dass Gaming nicht bildet. Da ist sogar ein Freund online, ne? Das ist ja interessant. So. So. Da bin ich aber... Oh, jetzt bin ich... Da bin ich aufgefrischt. Vorhut? Eine Strike-Playlist. Aha. In den Schmelztiegel gehen wir aber heute noch nicht. Das wär mir jetzt aber wirklich so viel Stress. Hm. Wie wär's, wenn wir nochmal auf den Mond gehen? Noch so ein kleiner Mondspaziergang. Darauf hätte ich Lust. Patrouille nicht. Hier haben wir auch schon eine von 5 Goldruhen. Ganz zufällig nebenbei gefunden. Das Weltengrab, Level 8. Wird super. Wird richtig super. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen da runter und stehlen, was wir können. Oh. Wir werden also zu echten Dieben. Na? Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der es beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. Hallo, Fatal X Tango. Tango Fatale? Wie auch immer, herzlich willkommen in diesem Stream. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir haben gerade einen epischen Kampf hinter uns. Und die Belohnung dafür, über die ich mich am meisten freue, ist dieser neue Speeder. Der ist aber...
Der ist nicht schneller als die Sparrows, die wir uns gerade kaufen können. Und ich weiß auch nicht, ob das mit Schub oder Haltbarkeit irgendwie besser ist. Also besser als der, den wir vorher hatten, auf jeden Fall. Wir gucken uns unseren alten nochmal an. Ja, ist halt so ein Speeder, ne? Und jetzt gucken wir uns mal den hier an. Ja, ist auch einer. Ich finde es ein bisschen schade, dass die äußerlich halt nur in der Farbe abweichen. Aber immerhin, wir haben was Neues. Wir haben was richtig Neues. Und ein blaues Impulsgewehr mit 101 Angriff. Das gefällt mir. Für Stufe 16. Rüsten auch das neue Scharfschützengewehr aus. Das können wir noch nicht. Aber die Schrotflinte kann weg. Hä? Wieso hat das jetzt Lichtlevel gegeben? Und die Handfeuerpistole kann auch weg. Und leider. Er ist halt viel besser. Aber sieht auch gut aus. Er sieht gut aus. Das muss man ihm lassen. Er sieht gut aus. Und passt zum Rest. Auch wenn es mir um meinen alten Helm leid tut.